Hallo Christian, bist du schon drauf? Ich kann es jetzt hier gerade nicht erkennen, aber ich tue einfach mal so, als wäre das so. Denn wie auch immer, wir schauen, was dabei rauskommt. Du hast uns eine Anfrage geschickt, Christian, und ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Christian, besser kann ich auch nicht schreiben. Das ist die Aufgabe 7. Und die Aufgabe 7 sieht jetzt also ein kleines Problemchen vor, das hier auch schon hinreichend abstrahiert ist, also die Skizze, die ich ja so obligatorisch immer einfordere, ist ja schon gegeben. Wir haben irgendwo so einen Bandkran, ich fange mal hier auf der rechten Seite an, und mal ganz einfach geschrieben sieht das Ding ja dann so aus, dass wir hier irgendwo so etwas haben. Wonach ich jetzt suche, ist, wo sind Fest- und Loslager? Das heißt also, hier in der Richtung sollen also auch die Kräfte in der Richtung aufgenommen werden. Also male ich mir das ganze Gebilde mal da so hin und sage, hier haben wir also einen Drehpunkt, sowohl in der als auch in der Richtung. Und hier oben haben wir das Bauteil tatsächlich nur in Drehrichtung fixiert, also eine Drehrichtungslagerung, wenn man so will. Und damit ist eigentlich alles klar, was wir hier so brauchen. Denn wenn wir uns die Kräfte jetzt mal anschauen, die hier wirksam sind, dann erzeugen diese Kräfte natürlich irgendwelche Drehmomente. Und diese Kraft F, ich schreibe mir das kurz mal hin, soll ja irgendwie groß sein. Und zwar sind das dann 8,9 Kilonewton. Blöderweise kann man, glaube ich, sich hier jetzt gerade mal auch gar nicht so richtig miteinander unterhalten, oder? Ihr könnt nur gucken, was ich hier mache, aber eine Konversation scheint ja irgendwie nicht möglich zu sein, oder? Zumindest kann ich nichts erkennen, wie das funktionieren soll. Na, dann machen wir mal hier so alleine für mich weiter. Wir haben hier einen Hebelarm und dieser Hebelarm ist L1, das hast du auch richtig erkannt, 0,63 Meter. Und was haben wir noch an Informationen? Wir wissen jetzt praktisch L2, also diesen Hebelarm kennen wir noch und den anderen. Und was jetzt im Einzelnen dabei jetzt herauskommt, das versuchen wir uns gleich mal zu überlegen. Also das wäre der andere Längenabstand, L2. Und ich schreibe mir mal, weil ich jetzt nicht hier große Formeln produzieren will, sondern tatsächlich nur 2,54 Meter. Und dann haben wir hier unten 2 Meter. Naja, und man ahnt es schon, irgendwie brauchen wir jetzt Kräftegleichgewicht und man kann schon erkennen, dadurch, dass sich das ganze Gebilde hier bewegt, haben wir hier die Kräfte, die in der Richtung wirken, in diesem Lager. Und diese Kräfte müssen genauso groß sein und ich teile mir das immer gerne so in X und in Y-Richtung auf, sodass ich also grundsätzlich Kräfte horizontal in X, in vertikaler Richtung in Y bezeichne. Und dann wäre dieses hier das Auflager B, wenn ich das so richtig interpretiere. Dann hätten wir hier F, B, Y. Und da sonst in diesem System keine weiteren Kräfte auftreten, können wir sofort sagen, muss alles, was von oben nach unten schiebt, durch das Lager durch, also hier das F gleich 8,9 Kilonewton. Ich habe die Aufgabe ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig durchgelesen, aber das ist das, was ich hier sofort sehe. Wo bleiben dann die Vertikalkräfte ab? Und das wäre dann hier in diesem Lager. Damit habe ich doch schon mal einen kleinen Teil erarbeitet, allerdings noch nicht genug. Und wenn ich mir das jetzt also folgendermaßen überlegen will, dann würde ich mir vorstellen, dass hier im Grunde genommen durch diesen Hebel eine Kraft entsteht, die im Grunde den Balken oder diese Verankerung in der Richtung davontragen wollte. Und dazu bräuchte es tatsächlich eine Kraft, die hier in der Richtung ziehen wird. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das da zeichnen soll, aber das soll das Lager FA sein. Und dann bekommen wir hier oben ein FA. Naja, und wenn wir in der XY-Geschichte bleiben, X, was wir allerdings tatsächlich noch nicht kennen. So, und was die Sache so ein bisschen schwierig macht, finde ich jedenfalls immer, dass man erkennen muss, wie die einzelnen Kräfte mit ihren Drehmomenten auf die entsprechenden Lagerpunkte wirken. Naja, und hier ahnt man es schon, also würde diese Kraft, würde das Bauteil hier oben abreißen zum Beispiel, würde alles rüberkippen und das Drehmoment, das entsteht, das male ich hier jetzt mal gerne mit Blau hinein,
Das würde dann den Balken quasi in der Richtung wegdrücken, infolge der Kraft F. Also entsteht hier ein Drehmoment, das ich einfach mal MF nennen will. Und logischerweise, weil alles nach rechts kippt, ein Drehmoment in rechter Richtung aufweist. Super. Toll erklärt, sage ich immer. Loben kann ich mich selbst allein am besten. Kann ich sogar ausrechnen, wie groß es ist? Ja, das können wir, weil es ist nichts anderes als F mal der kürzeste Hebelarmabstand oder besser gesagt die rechtwinklige Kraftkomponente zum Drehpunkt. Und das wäre tatsächlich jetzt hier rechtwinklig. Können wir sofort sagen, F mal 0,63 Meter. Hätte natürlich auch L1 schreiben können, aber hier für uns ist das, glaube ich, jetzt gerade mal nicht so furchtbar wichtig. Also ich tippe das kurz ein. Schreibe also nur das Ergebnis hin, ist ja auch nur hier für uns. F gleich 8,9 Kilonewton mal 0,63 gleich 5,607 Kilonewtonmeter. Da müssen wir dann in der Tat schon also auch dann bei den Einheiten bleiben. Und das ist das Drehmoment, das also den Hebel oder Balken in der Richtung wegdrückt. Das Einzige, was dem entgegenwirken kann, ist tatsächlich die Kraft FAX. Und die Kraft FAX erzeugt also ein Drehmoment. Ich versuche es mal jetzt dahin zu schreiben, in links drehender Richtung. MFAX, was soll man auch anderes schreiben? Und das würde, wenn jetzt gewissermaßen die Kraft nicht da wäre, das Bauteil links herumdrehen. Also immer dieses kleine Kopfspielchen, was man dazu braucht. Und das dreht sich dann hier links herum. Und das wäre dann nichts anderes als, die Länge kennen wir natürlich, FAX, das ist ja die gesuchte Kraft in der Aufgabenstellung A, wenn ich das richtig sehe, mal diesen 2,5 Metern. Und wir wissen natürlich, und in der Formel steht es ja dann auch irgendwo drin, keine Ahnung auf welcher Seite, aber man findet das natürlich, dass die Drehmomente M links letztlich genauso groß sein müssen wie die Drehmomente rechts. Da wir wissen, dass es sich hier um eine Summe handelt, dann schreibe ich es auch mal ganz kurz nochmal mit dahin. Kann also sagen, Drehmomente in linker Richtung wäre FAX mal 2,5 Meter ist gleich das MF, was rechts dreht, also 5,607 Kilonewtonmeter. Und ich glaube, für uns ist es nicht so wirklich ein Hype, jetzt FAX auszurechnen. Gedanklich geteilt durch 2,5 Meter würden wir FAX herauskriegen gleich, ich tippe das schnell ein, die Zahlen sind da ja auch noch drin, geteilt durch 2,5 gleich 2,2 und dann runde ich natürlich auf Newton auf und das wäre dann 243 Kilonewton, wirklich hier auf die Schnelle gerechnet und ohne großen Schnörkelkram, damit man hier zum Ergebnis kommt. Ganz einfach. Die Frage bleibt natürlich, wie groß ist die Kraft, die im Grunde genommen jetzt dort herüber wirkt? Denn FBX habe ich schon. Und letztlich habe ich natürlich im Grunde genommen auch eine Kraft, die hier gewissermaßen in der Richtung wirkt, oder? FBX. Oder? Habe ich das jetzt komplett außer Acht gelassen? Keine Ahnung, sage ich immer. Dazu müsste man jetzt in der Tat nochmal einen anderen Weg gehen und sagen, um die Kraft FBX zu bekommen, müsste man sicherlich den Drehpunkt neu in dieses System hineinlegen. Und dann würden wir gewissermaßen damit endlich auch ein Kraftgleichgewicht bekommen, das also in der Richtung wirken würde. Das probieren wir mal, indem wir jetzt also rückwärts rechnen und sagen, wir legen den Drehpunkt neu hier oben hin, denn die Kraft FBX hatte ja, wenn wir den Drehpunkt hier hineinbeziehen, keine Drehmomentenwirkung, aber hier oben können wir sagen, alles klar, da hat FAX keine Drehmomentwirkung. Also muss man tatsächlich den Drehpunkt gedanklich wieder neu umswitchen
und zwar dann hier oben hinein. Und da würde natürlich das Drehmoment, das also jetzt durch FBX erzeugt werden würde, im Grunde genommen genauso laufen, allerdings vielleicht nur mit etwas anderen Hebelarmen. Denn wenn das ganze Gebilde hier runtergeht, dann haben wir ja schon das Drehmoment ausgerechnet. Was dann dem entgegensteht, würde gewissermaßen, weil in der Richtung, ein Drehmoment erzeugen, das dann hier oben zu sehen wäre und dann letztlich natürlich in dieser Richtung drehen würde. Ja? Das ist ein bisschen kompliziert, finde ich, aber so ist das nun mal. Dieses hier wäre das Drehmoment M Kraft B in X-Richtung. Dreht also so herum und ist natürlich letztlich dem Drehmoment, das durch MF verursacht wird, wieder gleich und entgegengesetzt gerichtet groß. Also im ganzen Satz können wir sagen, FBX mal, und jetzt müssen wir schauen, was hier an Länge wieder drin ist, das sind auch mal 2,5 Meter, sind dann dem Drehmoment auch bei 0,6, also diese 5,607 Kilonewtonmeter, dann entgegengesetzt gleichgerichtet. Also sind wir praktisch tatsächlich bei der Lösung, wo wir FBX gleich, naja, auch das gleiche, den gleichen Zahlenwert herausbekämen wie unter A. Ich habe gerade nachgedacht, ob das alles richtig ist. 3 Kilonewton. Kommt mir so komisch vor, aber wüsste jetzt gar nicht, was ich da falsch gemacht haben könnte. Jo, keine Ahnung. So wäre praktisch meine Lösung, weil letztlich haben wir es hier mit einem sogenannten Kräftepaar zu tun. Jetzt erkenne ich es letztlich auch. Aber so genau wollte ich es jetzt gerade gar nicht diskutieren. FBX hätte ich schon. Und welche Kraft? Jetzt muss ich erst mal sehen, was du da jetzt noch in Fragestellung hast. Berechnen Sie die Kraft, die im Loslager A wirkt. Das haben wir jetzt schon gemacht. Das werde ich mir hier tatsächlich nochmal einarbeiten. Ich sage, gut, das ist hier erledigt. Dann hätte er gerne gewusst, berechnen Sie die Kraft B im Festlager. Das haben wir eigentlich jetzt auch gemacht, aber alles nur in dieser X-Richtung. Und welchen Einfluss hat L3 auf die Kraft FA? L3 praktisch keinen. Ja, so kann man es ja wohl sagen. Das wäre dann kein Einfluss. Aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Warum? Also, das wäre dieser A. Und bei B bin ich noch nicht ganz zufrieden, weil wir sehen ja schon, dass hier im Prinzip zwei Kräfte am Start sind. Und wir haben nicht nur FBX, sondern natürlich auch FBY. Und beide zusammen ergeben natürlich eine resultierende Kraft, die dann dem Ganzen hier sozusagen entgegengesetzt gerichtet sein muss. Das heißt, wir sehen schon, irgendwo muss es eine Kraft geben, die dann praktisch dort so schräge hochgeht. Und da wir FBY ja auch irgendwo schon hingeschrieben haben, wo war es? Da oben mit 8,9 Kilonewton, wären diese beiden Kräfte natürlich faktisch nochmal zu einer resultierenden zu verheiraten. Und wenn wir daraus eine resultierende machen wollten, dann brauchen wir es ja nur so machen, dass wir sagen, die resultierende Kraft ist ja nichts anderes als der Pythagoras. Und das sind die Katheten, wobei dann hier praktisch die entsprechende Größe in der Richtung zu suchen wäre. Also 2,243 Quadrat plus 8,9 Quadrat und die Kilonewton habe ich mal gleich ausgeklammert hier, weil die Quadrate und so weiter über die Wurzel sich wieder gegenseitig kompensieren. Also tippen wir kurz ein. 2,243 Quadrat kann ich sofort nehmen. Plus 8,9 Quadrat gleich. Vergiss die Wurzel nicht, weil sonst ist es eine Zahl, die sicher falsch ist. Und wir würden dann das FR, die resultierende Kraft, die also tatsächlich jetzt nach unten und dementsprechend entgegengesetzt gerichtet ist, das heißt also, so muss sie laufen, ja,
Das heißt, wir müssen die Kräfte hier wieder vektoriell addieren, so wie wir das in der letzten Prüfung auch gemacht haben. Und dann sehen wir eine Kraftkomponente, die tatsächlich in der Richtung nach oben drückt. Und das wäre dann 9,17 Kilonewton. Insofern bin ich jetzt so ein kleines bisschen hilflos, was die Fragestellung angeht, ob gemeint gewesen ist jetzt nur diese X-Komponenten oder eben auch die gesamte. Und ich glaube, damit haben wir praktisch B elementar abgearbeitet, C sowieso. Und ich hoffe, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.